Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Rubber Ninjas. Ja, lange nicht mehr gemacht, wollte ich mal wieder einen neuen Part machen. Und heute bestreiten wir die Ninja Kids Strikes Back Kampagne. Also, was davor passiert ist. Also, lauter auf ein Haufen von Piraten hat die Ninjas umgebracht. So, und jetzt spielen wir die Kampagne, wo sich jetzt ein Ninja-Kind halt rächt an den Piraten und so, ne? Okay. Fangen wir einfach mal an. Okay. Ernsthaft jetzt? Yeah! Wir haben solche Zipfelmützen ab. Und das soll Waffen sein. Das sieht so dumm aus. Ah! Lass mich in Ruhe. Nein. Aber bis jetzt habe ich nicht gesehen, dass die Kampagnen schwieriger geworden sind. Höchstens, dass sie länger geworden sind. Aber jetzt kann ich ja aufgrund dessen, dass mir YouTube jetzt erlaubt hat, 15 Minuten länger hochzuladen, kann ich jetzt... Bestehen jetzt nur noch solche Rubber Ninja Parts aus zwei Parts. Also solche Kampagnen nur noch aus zwei Parts. Das finde ich eigentlich. Wow. Oh ja, getroffen. Yeah. Ich mach einfach den hier. Wie gesagt, die Mützen sehen irgendwie bescheuert aus. Sollen anscheinend für was gut sein. Für was ist hier nur noch hier die Frage? Hallo. Hey. Selbst mit deinem Schutz habe ich dich am Kopf getroffen. Ja, jetzt fühlst du dich gedisst, ey. Scheiße. Ich habe ja, der hat mir eine Backpfeife gegeben. Das finde ich aber nicht nett. Das finde ich echt nicht nett. Und so. Wow. Das war heftig. Yeah. Und jetzt bin ich auch wirklich wieder... Also... Das ist jetzt wirklich der Part, den ich nach den Ferien aufgenommen habe. Also den nehme ich jetzt wirklich nach den Ferien auf. Also jetzt ist gerade Freitag, ne? Erste Woche und so. Und ja, nehme jetzt mal auf aus teilweise Langeweile. Vielleicht nehme ich dann noch was anderes auf. Kann man ja nicht wissen. Und ja, mache ich dann mal, ne? Also, ich verspreche schon mal, dass mal wieder was Retro-mäßiges kommt, weil, naja, unbedingt, Rubber Ninjas ist jetzt nicht unbedingt das Retro-Teil, also so alt ist das jetzt nicht. Wie jetzt zum Beispiel so ein Gameboy-Spiel, das ist richtig Retro-mäßig, also, es wird wieder so was in der Richtung wieder kommen. Habt ihr auch sicher in der Kanalbeschreibung gesehen. Also, ich werde zum Beispiel hier Kirby's Dream Land nochmal machen. Fragt mich nicht, aus welchem Grund. Mir hat halt das Projekt, was ich da auf meinem alten Kanal gemacht habe, einfach nicht gefallen. Den anderen hat es sicher auch nicht gefallen. Ja, und dann mache ich es einfach nochmal. Dann auch in besserer Soundqualität. Weil es lasse ich einfach nicht so auf mir sitzen. Na! Ui, wir nehmen sogar mit plus 4 FPS auf. Uhu. Yeah. Und ja, dann möchte ich jetzt endlich mal treffen. Ne? Na gut. Du fühlst dich unwahrscheinlich witzig damit, oder? Du musst dich so schnell wie möglich eliminieren. Hm? Genau. Oh, der hat sich ein paar Mal überschlagen. Okay, you win. Okay, dann gehe ich mal weiter. Fight. Wieso sind wir jetzt groß? Also waren wir. Ein Fettsack mit Stab. Fettsack mit Stab. Und wir haben Kugeln. Tja, richtige Balls. Okay, ich weiß, ich bin nicht witzig, was das mit den Wortwitzen angeht. Hallo? Hallo! Hallo! Los, jetzt dreh dich! Los, jetzt dreh dich durch! Oh. Du bist so schlecht, mich zu treffen! Yeah!
Und nochmal. Du hast es einfach nicht wert, mich zu töten. Ha, ich weiche dir einfach so aus, die Ganoffi. Das ist einfach so mein Too Much Ninja Skill und so. Ja. Ha, schon wieder getroffen. Yeah. Schon wieder. Und das Blut spritzt nur bei ihm und er hat mich noch nicht mal getroffen. Okay, ja. Warum erinnert mich der Stab so an Avatar? Also nicht den Avatar, der blau ist und die Schlümpfe irgendwie brutal parodiert. Ich meine den Avatar, also Ahn und so, ne? Avatar, hier Dings, Elemente beendigen und so. Der Stab erinnert mich so dran. Das war doch dieser Stab, der gleichzeitig ein Kleid ist. Ja. Uah, jetzt ist er tot. Yeah. You win. Okay, weitermachen. Void. What the heck? Okay, erster Treffer. Na gut, zweiter Treffer. Ich geb's. Bitte! Okay, okay. Na, nein! Das war mies. Oh, irgendwie kann ich zwei Typen nur auf einen Haufen schreiben. Yeah, Volltreffer! Hast du verdient. Alter! Na gut, jedenfalls. Nein. Nein! 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 Wegklick! Wegkriegen! Hallo! Ah! Was so? Lass mich bitte! Yeah! Yahoo! Okay, cool! Cool, das ist geil. Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, du Sack! Ich will dich nicht sehen! Deine Fresse sieht so hässlich aus! Nein! Du siehst hässlich aus! Da möchte ich nicht mehr sehen! Bei solchen Spielen wächst irgendwie der Verfolgungswahn. Kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe da so ein Gefühl. Das finde ich auch nicht appetitlich. Eingeköpft, denk, Volt ist tot. Wolltest du doch wissen, oder? Okay, jetzt solltest du! Damit du nicht so allein bist. Yay, neue Datei von Frapsy. Ja! Nö, doch, der ist noch nicht. Der braucht ein bisschen länger. Sportkloppen! Sportblut, dass es nichts mehr zu spocken gibt! Los! Wow! Los, spock mehr Blut! Spock mehr Blut! Das ist so wenig! Genau, jetzt hast du genug Blut gespockt! Genau! Oh, ich weiß gar nicht, was ich für eine Musik einblenden möchte. Ach, lass mir irgendwas einfallen. Entweder wieder was von Mario Galaxy oder irgendwas. Könnt ihr mal Vorschläge geben. Also, für den nächsten Part und so. Falsch!
Oh Gott, Muskeltypis. Lasst mich in Ruhe, ich hab Angst vor euch. Nee. Kragen. Oh, jetzt hau ich euch in die Phrasen. Lass mich in Ruhe! Ich muss mal in das Geld an mir ausprobieren lassen, ja? Warum jetzt auch einmal den Bauch? Ihr habt zwar mein Plan, aber mein Bein in Ruhe zu lassen, jetzt müsst ihr aber andere Körperteile dafür nerven, ne? Das finde ich jetzt nicht toll, ne? Das finde ich echt nicht toll. Na? Wollt ihr mich verarschen? Yeah! Getroffen! Nur so nimm. Tricky move! Yeah! Der spuckt aus seinem Bein Blut. Okay. Ja. Ja, ist gut. Ist gut, ihr nervt. Ja. Das weiß ich selber. Mensch, ist mit erhöhter Muskel-Dings. Bepackung. Das hört sich komisch. Nein. Ich werde sterben. Nein! Ach, jetzt habt ihr wieder das Bein, ne? Das finde ich aber nicht nett. Ja! Stirb! Das war zu langsam. Schon wieder. Nein. Wieso? Das finde ich echt nicht toll. Nein. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass... Wollt ihr mich verarschen, das Bein schon wieder? Der Kopf. Mann! Was kommt davon, wenn man Laser auf den Sack geht? Na, Laser. Wie auch immer, es gab schon viele Leute, die meinen Namen falsch ausgesprochen haben. Und damit meine ich im privaten Umfeld. Ja. Ja. Nein. Na. Yeah. Das kommt davon, wenn man meinem Bein auf den Sack geht. Hahaha, Fettsäcke. Ach, wieder gegen Fettsäcke. Ey, was bist denn du? Ich bin Fett. Wirklich? Und wie heißt du? Ich bin Fett. Okay. Also Fett. Nein! Boah! Hast du große Beine? Nein! Du bist brutal! Fett? Lass mich in Ruhe! Ich bin aber Fett! Und kann ich nicht! Ui! Irgendwas an deinem Bauch habe ich gerade getroffen. Das war mir einfach so weit! Das war jetzt geil, aber... Nein! Lass mich in Ruhe! Ja! Ach, wenn ich in die Kusche treffe, passiert was! Oh. Ich versus Fett. Yeah. Ja. Nein.
Wieso das Bein? Au, das war ein heftiger Schlag. Ans Bein! Ich betone, Bein! Ach Mann, lass das da, lass den Scheiß! Seid jetzt böse sein! Seid jetzt den Tötende wollen! Wieso prall ich zurück und nicht er? Vielleicht wegen der Fettwabbeligkeit, die wie ein Trampolin zurückspringt. Das hat zwar keinen Schaden gemacht, aber es hat mich zurückgeworfen. Also meine Kraft, ne? Ich kann ja sogar bluten. In dem Blut ist sogar... Was, wisst ihr, was mein Hals ist? Mein Blut... Den hat er nicht heiße. Hat das irgendein Zusammenhang? Fett jetzt sein Böse! Fett jetzt sein Töten dich! Nee, das ist echt. Okay. Leck mich doch am Fett! Fett! Lass mich! Du mobst nicht! Bei mir ist es immer andersrum. Die Fettsäcke werden gemobbt. Nein. Ich meine, das ist jetzt so, ne? Ja. Jetzt hat mich getötet. Also kaum treffen lassen, bitte. Jetzt ist einfach der overpowerste Mensch. Und so. Haha, an die Sichel getreten, das muss eigentlich ziemlich effektiv sein. Nein! Okay, das erste Mal, dass ich in einer etwas schwierigeren Kampagne gestorben bin. Wieso bist du nur so ober... Zweiter Treffer, Fett! Was sagst du dazu, Fett? Ich bin Fett! Und das hat Fälle dran, auch wenn mein Fett eigentlich diese eine Isolierungsschutzschicht hat. Okay, aber putz mir hier nicht die Arena voll, okay? Werde ich so nicht tun, ich bin ja fett. Von meinem Hinter das war fett verstopft, also kann ich eigentlich gar nicht furzen. Und wie kannst du bitte scheißen, ohne zu furzen? Ich kacke einfach fett und danach ist noch mehr Fett in meinem Fett drin, fettigen Arsch drin. Okay, das wird jetzt langsam eklig, was ich da laber. Okay, lassen wir das mal lieber. Ich will ja kein Lebensinterview über dich machen, Fett. Wirklich nicht? Dann musst du sterben! Ich dachte, du interessierst dich für mich. Nein, ich muss dich irgendwie beschäftigen, damit du mich nicht auf die Idee kommst, mich anzugreifen. Ach so, ne?